TikTok, eine Plattform, die es Leuten möglich macht, über Nacht zum Star zu werden. Während jemand wie PewDiePie über 2 Jahrzehnte gebraucht hat, um die 100 Millionen Abonnenten auf YouTube zu knacken, und das übrigens auch nur mit Ach und Krach, damit der Thron nicht an ein indisches Unternehmen abgegeben wird, schaffen es TikToker wie Charlie D'Amelio hingegen, fast innerhalb eines Jahres die 100 Millionen Abonnenten zu knacken. Und das Ganze mit Tänzen aus ihrem Badezimmer heraus. Über Nacht tritt sie bei Late-Night-Shows auf, bringt ihr eigenes Buch raus, ihre eigenen Produkte, hat mit ihrer Familie ihre eigene Reality-Show. Ein ganzes Multimillionen-Dollar-Imperium innerhalb von kürzester Zeit. Und das Ganze mit... Doch genau an dem Punkt, wo man denkt, dass das mit dem Starwerden schon fast zu einfach ist, wendet sich plötzlich das Blatt und man muss feststellen, wer schnell in die Höhe steigt, rauscht oft genauso schnell wieder hinab. Lasst uns über den Aufstieg und Fall von Charlie D'Amelio reden, denn vielleicht ist es ein wichtiger Reminder für viele TikToker da draußen, die sehr schnell sehr berühmt und reich geworden sind, dass die Abonnentenzahl vielleicht nicht alles für eine langfristige Karriere ist. Charlie ist in Norwalk, Connecticut, geboren und aufgewachsen und tanzt, seitdem sie 3 ist. I've been training and dance since I was 3. I actually started competing when I was 5. It's perfect for this app. It's just like perfect. TikTok begann ja zunächst als die Plattform, die Musical.ly übernommen hat. Und daher war der Content auf TikTok dominiert von Menschen, die lip-sinken und tanzen. Und so fängt Charlie, so wie viele andere Teens in ihrem Alter, ihre ersten Videos dort hochzuladen und hittet nach ein paar Monaten ihr erstes virales Video. Step, step, flip, flip, hands go up. Hands go down, move your booty all around. It was like 90 likes, and then it was like 500 likes, and then it was 10,000 likes, and then it got up to 50,000. I was like, that's it, I'm famous. Don't talk to me. Ab diesem Tag beginnt sie dann täglich Tanzvideos hochzuladen und erreicht dann innerhalb von kürzester Zeit ihre ersten 5 Millionen Follower auf TikTok. Also man könnte fast sagen, genau die Anzahl an Follower, die Julian Bam nach zig Jahren mit Blood, Sweat and Tears erreicht hat, basically. Klar, Leute, deutsch und international, TikTok und YouTube kann man jetzt nicht so ganz vergleichen, aber ich mache hier kurz trotzdem den Vergleich, einfach nur, damit wir kurz die Zahl verstehen. Dazu noch kurz die Überlegung, dass es bei Judy die heftigsten Produktionen waren, mit dem heftigsten Equipment und da lediglich eine iPhone-Kamera ausgereicht hat. I film my TikToks on my phone in the TikTok app. Was mich übrigens zum heutigen Sponsor des Videos bringt, nämlich Burger. Egal, ob ihr jetzt busy seid, TikTok-Tänze zu filmen oder nach einer stylischen Hülle sucht, die einerseits richtig schön aussieht, aber andererseits auch richtig gut schützt, dann ist Burger genau das Richtige. Es wundert mich daher nicht, dass einfach Stars wie Taylor Swift oder Lucy Hale Handyhüllen von Burger haben. Ich feiere das auch voll, dass man sich dort Sachen holen kann, die zusammen matchen. Ich finde das irgendwie so nice. Zum Beispiel habe ich meine Handyhülle und meine MacBook-Hülle beide von der Sundays Club Collection geholt. Weil ich finde diese Kollektion so geil, weil ich gerade genau diesen Tennis- und Old Money-Vibe irgendwie voll feiere. Ich finde, man merkt einfach voll, wie hochwertig die Sachen sind. Und kein Wunder, denn die Sachen werden in Europa hergestellt und man hat 12 Monate Garantie auf die Sachen. Wenn ihr was von Burger wollt, dann schlagt auf jeden Fall schnell zu, denn mein Code DESIX15 ist tatsächlich nur für die ersten 50 Leute gültig, denn damit bekommt ihr 15% Rabatt auf die Sachen. Ich habe euch den Link zu Burger auch nochmal in die Beschreibung gepackt. Gut, und so schnell wie ihr jetzt hoffentlich bei Burger wart, kommen wir zurück zum schnellen Erfolg von Charlie. Denn für viele ist dieser plötzliche Erfolg auch irgendwie schwer nachvollziehbar, da sie zwar ein hübsches Mädchen ist, aber jetzt nicht unbedingt dem klassischen Superstar-Image entspricht oder in irgendeiner Weise besonders heraussticht oder so. Zwar sieht man ihr die Tanzerfahrung in ihren Bewegungen an, aber es sind halt keine krassen Choreos, sondern doch eher sehr simple TikTok-Tänze, die aus den immer gleichen Bewegungen bestehen. Kein Wunder also, dass sie sich ihren Erfolg selbst nicht wirklich erklären kann. I'm just dancing in my room by myself. Why do they know who I am? It's... Was sie aber dann wirklich in TikTok-Stardom katapultiert hat, war ein bestimmter Tanz. Ein verdammter Tanz, der wie ein Sturm über diese Videoplattform zog. Nämlich... Ab diesem
Punkt konntest du dabei zuschauen, wie ihre Followerzahlen förmlich explodierten. Aber nicht nur Charlie, sondern auch ihre Schwester Dixie wurde dadurch selbst zum Star auf TikTok. Und ja, Leute, ihre Videos sind genauso kreativ wie die von ihrer Schwester. Und ihre Eltern sind dann auch auf den Famezug raufgesprungen. Und so wurde die komplette Familie von der Talent Agency UTA gesigned. Und um ihr neues Fame-Life auch so richtig zu unterstreichen, ist die komplette Familie natürlich nach L.A. gezogen. Plötzlich war Charlie einfach überall und sie machte auch einfach alles. Ihr Fame wurde so richtig ausgeschlachtet. Ob Super Bowl Werbespot oder ein Animationsfilm oder sogar ein Buch, was zu einem New York Times Bestseller wurde. Der Manager hat wirklich alles gegeben, um in kürzester Zeit möglichst viel Kohle mit ihr zu generieren. So, we have all partnerships. We have, you know, the different companies you're working with, like, you know, Ring Lights and starting a clothing company. So, and then you have books and TV shows. Und ihre Schwester Dixie veröffentlicht im Jahr 2020 dann sogar ihre erste Single namens Be Happy. Und ja, Leute, der Song ist genauso Gen Z-Klischee behaftet wie alles andere, was sie gemacht haben. Sometimes I don't wanna be happy. Zudem veröffentlichen die beiden Schwestern 2020 die erste Folge ihres gemeinsamen Podcasts. Denn wer hat heutzutage nicht seinen eigenen Podcast? Checkt auf jeden Fall an dieser Stelle meinen Podcast Nieren und Bubble Tea ab, damit ihr jede Woche den wichtigsten Tea aus TikTok, Twitter, Reddit und YouTube mitbekommt und damit auch weniger am Handy chillt. Ja, ich habe hier ein Testimonial. Naja, Charlie und Dixie hören diesen Podcast auch nach wenigen Folgen wieder auf. Ich habe auch das Gefühl, dass den nicht so viele angehört haben. Guckt man sich die Anzahl der Bewertungen auf Spotify an. Und genau dann, wo man an der Spitze angekommen ist und denkt, man kann alles machen, weil man ist ja berühmt, genau dann beginnt auch Stück für Stück ihr Fall. So startet die Familie ein Dinner-Talkshow-Format mit dem Namen Dinner with the D'Amelios. Jede Folge sitzt man mit einer anderen Internetpersönlichkeit am Tisch, isst gemeinsam Dinner und unterhält sich dabei. Doch schon nach der ersten Folge entpuppte sich diese Show als kompletter Flop. Denn anstatt sich mit ihrem Gast auch zu unterhalten, sitzen die beiden Schwestern halt einfach wie die gelangweilten Teenager, die sie anscheinend halt auch einfach sind, am Tisch und spielen lieber mit dem Essen rum. Aber nicht nur, dass sie sich als Host dem Gast gegenüber unprofessionell verhalten. Das Schlimmste ist, wie respektlos Dixie sich gegenüber dem Koch verhält. Er serviert ihnen eine Paella mit Schnecken und Dixie fällt nichts anderes ein, als es vor laufender Kamera wieder rauszuwürgen. It's very classic to put in paella and it brings you good luck and good fortune to eat it. It sometimes happens when... Oh God, so dramatic. Don't be so dramatic. Yeah, excuse dude. Yourself. Yeah. Being dramatic. Ew. Vor allem, wenn man dabei selbst meanwhile in der Nase rumspielt. Naja, andere Tische, andere Sitten oder so. Und um das Ganze noch zu toppen, fragt Charlie daraufhin vor dem Chef, wohlgemerkt ein Chef, der als Chef extraordinär ausgezeichnet wurde, ob sie Dino-Nuggets da haben. Do we have any Dino-Nuggets? Ew. Und klar, die beiden sind halt am Ende noch Teenager und benehmen sich halt auch so. Aber da muss man sich halt dann auch nicht wundern, wenn das Format keiner sehen will und dass das dann auch die erste und letzte Folge Dinner with the D'Amelios war. Etwas, was dem Gast James Charles schon am Ende der Folge klar war, denn er musste am Ende sogar die Abmoderation machen, weil die beiden es nicht auf die Kette bekommen haben. Alright guys, thank you so much for watching our YouTube video. Thank you so much for being here. We're so happy that we have you guys as part of our family. Bye, sister. Okay, I'm just gonna do it. The outro? Thank you for watching the first ever and most likely the last ever episode of Dinner with the D'Amelios. Man achte hier auch auf die Blicke der Eltern. Und als hätte das alles nicht gereicht, kommt Charlie auch noch in diesem Video etwas undankbar rüber. Denn sie ärgert sich, dass sie nicht mehr Zeit hat, um die 100 Millionen Abonnenten innerhalb von einem Jahr zu knacken. Okay, how far away is that's Friday? Okay. Oh, I wish I had like more time. Because imagine if I hit 100 mil a year after hitting a mil. Etwas, was James Charles zu Recht geschadet hat. Was the 95 not enough for you? Well, I was just like saying like even numbers. Well,
Das Ganze hatte so einen schlechten Anklang bei ihren Fans, dass Charlie sogar 1 Million Follower danach verloren hat. Im November 2020 war es dann aber endlich soweit und sie knackt die 100 Millionen Abonnenten auf TikTok. Und was braucht nun eine Familie, die ums Verrecken Fame werden will, aber ohne crazy Talent? Richtig, Leute, sie brauchen eine Reality-Show. Im September 2021 erscheint also die erste Folge von The D'Amelio Show. Die Zuschauer können dabei hautnah miterleben, wie es ist, über Nacht zum Internetstar zu werden. Ein Konzept, was zunächst aufzugehen scheint. Aber irgendwie merken die Zuschauer dann doch recht schnell, dass in dem Leben der beiden, außer künstlich erzeugtes Drama, nicht viel passiert. Oder wer von euch sitzt bei so einer Essensszene gefesselt vom Fernseher? Yeah, that's not us. You think you're gonna grab rainbows? Denn genau das beherrschen die Kardashians hingegen. Die sind halt einfach krass unterhaltsam. What's wrong with you guys? My diamond earring came off in the ocean. My diamond earring's gone. Again, there's people that are dying. Von da an ging es langsam, aber stetig bergab. Denn mit der Reality-Show schaffen sie es nicht, sich wie die Kardashians zu etablieren und man merkt, wie das Interesse an Charlie langsam immer geringer wird. Denn allein die Aufrufzahlen ihrer aktuellen Videos im Vergleich zu früher sprechen Bände. So erreichte ihr allererstes YouTube-Video ganze 14 Millionen Aufrufe, während ihre aktuellen Videos teilweise nicht mal die 30.000 Views knacken. Und das ist schon krass, wenn man überlegt, dass sie auf YouTube über 9 Millionen Abonnenten hat. Und auch auf TikTok lassen ihre Views immer mehr nach. So hatte sie früher zwischen 50 und 100 Millionen Views durchschnittlich. Und sie hat zwar immer noch recht viele Views, aber im Vergleich zu früher hat das schon stark nachgelassen. Aber das sinkende Interesse der Leute sieht man spätestens auf den anderen Kanälen, wo sie gefeatured wird. Zum Beispiel beim Wired-Video, in dem sie und Dixie, also eigentlich doppelte Star-Power, Fragen aus dem Internet beantworten. Das wurde vor über einem Jahr hochgeladen und hat 450.000 Aufrufe. Das klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht, aber vergleicht man das mit den anderen Creatoren aus den USA, die bei diesem Format mitgemacht haben, merkt man eigentlich, wie wenig das ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ja mit Abstand von den ganzen Creatoren die meisten Abonnenten hat. You're also the most popular girl in the world. Aber auch so Features mit Cosmopolitan oder Forbes laufen eher so semi und erreichen so gerade mal die 100.000. Und bei aktuelleren Videos mit ihr sieht es sogar noch schlechter aus. Und nachdem ich mir jetzt ein paar dieser Videos mit dir angeschaut habe, verstehe ich auch, warum. What is Charlie D'Amelio most used nickname? Charles. Landon calls you something funny. Charbar. Es ist der gleiche Grund wie bei dem Podcast oder auch der Reality-Show. Es ist einfach nicht unterhaltsam und man langweilt sich. Man hat einfach konstant das Gefühl, die schlafen gleich ein. Es ist einfach so null Präsenz und Spannung dabei. Ich meine, schaut man sich so Vogue-Videos featuring Miley Cyrus zum Beispiel an. Es macht einfach so Spaß, ihr dabei zuzugucken, weil sie einfach so verdammt entertaining ist. In solchen Momenten merkt man einfach, dass Charlie und Dixie vielleicht am Ende doch nicht das haben, worauf es am Ende ankommt. Denn wenn man all diese Fernsehauftritte, Podcasts, Reality-Shows und all das wegnimmt und wirklich überlegt, was sie wirklich kann, bleibt halt einfach nicht viel übrig als ihre TikTok-Tänze. Eine Blase, die viel zu weit aufgeblasen wurde und jetzt platzt. Okay, um kurz fair zu bleiben, also spätestens bei Dancing with the Stars hat man gesehen, dass sie wirklich gut tanzen kann. Das Problem ist aber auch, dass die meisten Trends auf TikTok mittlerweile schon lange nicht mehr auf diesen Tänzen basiert. Die Projekte, die sie und ihre Schwester angegangen sind, sind auch eher halbherzig angegangen worden, weil A, das Management einfach zu viel auf einmal wollte und B, ich persönlich glaube, dass der Fame zu schnell und einfach kam, sodass sie eben die anderen Dinge mit einer zu großen Selbstverständlichkeit angegangen sind. Deswegen sitzen sie auch so gelangweilt am Esstisch neben James Charles, denn sie denken, das reicht. Dabei fängt genau in solchen Momenten die Arbeit als Entertainer an. Hier hingegen hast du ein 19-jähriges Mädchen, das noch nie vorher gearbeitet hat. Like, this was my first job. Und durch Handyvideos aus dem Badezimmer
zur Multimillionärin wurde. Ich glaube, wir erleben gerade ein Phänomen durch TikTok, wo Leute wirklich aus dem Nichts so schnell viral gehen, dass sie nach kurzer Zeit schon auf der Fashion Week in Paris sind, riesige Werbekampagnen machen und die ganze Welt sie kennt. Und das lediglich durch eine Handvoll von TikToks aus einer Londoner U-Bahn zum Beispiel. Aber nur weil der Start durch enorm viel Glück so einfach war, heißt es halt nicht, dass der Rest auch einfach wird. Die heftigsten Stars, die wir kennen, hatten meistens keinen so leichten Weg. Klar, sie hatten auch oft ein Glücksmoment als Start, aber alles, was danach kam, war harte Arbeit, Disziplin und konstant an sich weiterarbeiten. Daher bin ich gespannt, wer von den viralen TikTok-Stars in ein paar Jahren noch relevant ist oder ob es vielmehr, so wie bei D'Amelio, ein One-Dance-Wonder war.